Hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz, mein Name. Heute geht es um die innere Unruhe und was man tun kann. Was kann man tun? Auf jeden Fall kann man die Unruhe nicht wegmachen. Es ist im Endeffekt wie bei Kindern, die unruhig am Küchentisch sitzen und aufstehen und rumrennen, dann macht man auch nicht das Kind weg, sondern man sagt, setz dich mal hin. Sei still, wenn man sagt, weiß man, es funktioniert nicht wirklich. Setz dich mal hin. Und so kann man dasselbe machen bei sich, wenn man an Unruhezuständen leidet. Indem man sich hinsetzt, indem man sich stabilisiert. Wenn man dem Kind sagt, setz dich genau auf diesen Stuhl, dann kann es immer noch rummachen, aber nicht mehr rumrennen, wenn es sitzen soll. Sofern es natürlich sitzen bleibt. Und so gilt es auch bei innerer Unruhe, Wurzeln zu schaffen, Stabilität, ein Anker, was zum Festhalten. Innere Unruhe, sowas wie vegetative Symptomatik, unruhiges, nervöses Herz, das flattert, das zittert, das setzt mal aus, ohne dass man eine Erkrankung hat. Unruhige Beine, Restless Leg Syndrom, Hautprobleme, wo es immer juckt, wo man immer so sich bewegen muss. Sprich, wenn man sich zum Beispiel nicht wohl fühlt in seiner Haut. Und das, was man eben bei Unruhezuständen machen kann, ist, sich zu stabilisieren. Und gemäß der Energetik und der Yoga-Lehre ist es das sogenannte Wurzelchakra. Schaffe Wurzeln in deinem Leben, festhalte Punkte. Aber die muss man im Inneren fixieren, indem man Übungen macht für das Wurzelchakra, indem man dort Energie hinbringt. Und das Leben so ordnet, dass man immer so Fixpunkte vielleicht hat, wo man weiß, hier bin ich jetzt, das mache ich jetzt. Oder auch das Handy nehme ich jetzt die nächste Stunde nicht mehr. Zack, von 1 bis 2. Und so kann man sich stabilisieren, indem man im Leben ein Grundgerüst schafft. Und das muss man natürlich im Inneren schaffen. Und es ist recht einfach und doch so schwierig, dort Stabilität zu finden. Gerade in den stürmischen Zeiten, wo alles hin und her geweht wird, die Meinungen, die Sichtweisen, die Richtung im Leben, in der Gesellschaft, in der Politik ist mal so, mal so, mal so, mal so. Und der Mensch guckt dann im Internet, was mache ich bei dem und dem? Ah, der sagt das, der andere sagt das. Und schon ist man so hin und her gerissen und diese ständige innere Unruhe. Im Yoga ist das sogenannte Körperzittern, nennt man das. Das, was kommt, wenn die Hindernisse im Leben auftauchen und überwunden werden wollen. Dann kommt diese Nervosität und man will da nicht hinschauen und dann packt man zur Zigarette, ach, jetzt bin ich ganz ruhig oder man isst was, ach, jetzt bin ich wieder ruhig. Aber das löst ja die Problematik nicht, diese Symptombekämpfung. Oder man hat irgendeine Fahne oder ein Tischtuch, das draußen durch den Wind hin und her weht, unruhig flattert. Was macht man? Man macht es mit Klemmen fest. Man tut nicht das Tischtuch weg, die Unruhe. Man kann den Wind auch nicht wegmachen, sondern man klemmt es dann so fest. Und dann ist Ruhe, mehr Ruhe. Und so gibt es viele Übungen für das Wurzelchakra. Mulavanda zum Beispiel, könnt ihr euch mal das Video über die Bandhas anschauen. Stabilität, Übungen für die Beine, Füße. Der Kopfstand schafft sehr viel Stabilität, wenn man ihn richtig macht natürlich. Und ganz viele Übungen. Aber das, was ich mit dem Video sagen möchte, ist einfach Wurzeln schaffen. Dann kann der Baum oben noch so wackeln, aber er kann nicht umfallen, weil er fest verankert ist. Und je stabiler, desto weniger wackelt er umeinander.
Und gerade eben bei so Erkrankungen, wo auch schulmedizinisch nichts gemacht wird, unruhige Beine, vegetative Herzsymptomatik, wird nichts gemacht. Ja, und dann natürlich gucken, welche Hindernisse im Leben sind da, die mich fordern. Vielleicht ist man wie so hin und her gerissen, weiß nicht, kann ich jetzt das angreifen oder lieber nicht, die Hände davon. Das sind lauter so Themen, die man sich anschauen kann. Und diese Nervosität ist einfach immer nur ein Zeichen von mangelnder Stabilität. Man könnte auch sagen Angst, aber das ist das Gleiche. Wenn man Angst hat und zittert, wenn man sich stabilisiert oder jemand kommt, ich habe Angst vor diesem und jenem, dann kommt die Mama zum Kind, sagt, ja, ich bin da und schon ist man geerdeter. Nun, das war mal ein kurzes Video vom Zentrum Yoga, Markus Ritz. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.